Hallo zusammen, ich bin der Dirk Freiberger und ich habe heute die Kadi, meine Teamkollegin aus Böbing, eingeladen. Du hast irgendwas mitgebracht, Kadi. Was macht man heute? Genau, danke für die Einladung, Ja, Dirk. schön, dass du da bist. Ich habe was Kleines mitgebracht eben, und zwar machen wir einen Pulled Pork Spanferkelburger mit ein bisschen Radiesal, Creme Fraiche und Oberst da natürlich. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt. Deswegen bleibt dran und schaut euch das Video an. So, also wir machen jetzt heute einen bayerischen Pulled Pork Spanferkelburger. Genau. Was darf ich machen, Kadi? Gib mir mal Also Anweisungen. am besten, wir machen das jetzt so. Wir werden jetzt erst die Buns aufschneiden. Da haben wir schöne Laugenbuns da. Ja, Hildes Backwut, wie immer, unser Lieferant des Vertrauens, hat die für uns hergestellt, genau wie bei unserem Weißwurstburger. Wir schneiden die jetzt auf, dann ein bisschen Obersten drauf geben und dann werden wir es auf den Grill auf, am besten auf Platte, dann die bisschen anbraten, statt Butter das mal. Gibt einen netten Ja, ist Geschmack. auf jeden Fall schon mal abgefahren, dass wir da drauf keine Butter geben, sondern Obatzen zum Anbraten. Bin ich jetzt Genau. schon wieder wegen, naja, probieren wir aus. Schauen wir mal, was es wird. Ich habe in der Früh auf jeden Fall schon mal das Fleisch vorbereitet. Hier seht ihr zwei Stücken Spanferkelschulter. Die habe ich schön geräuchert und schön langsam gemacht. Die sind jetzt auch schon fertig. Die können wir jetzt dann gleich pullen. Wie schon gesagt, nehmt euch da Zeit dafür. Das Fleisch muss schön auseinanderfallen. Das machen wir dann nachher noch schön schick, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Buns, hätte ich gesagt, oder? Genau. Also wir Also. schneiden jetzt die Buns durch, werden das dann ein bisschen mit Obersten bestreichen, dass es einfach einen netten Geschmack gibt und ein bisschen eine Kruste auch durch den Käse. Schmilzt dann auch leicht, ist wirklich sehr, sehr lecker. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie das wird. Ich habe noch nie Käse auf der Platte direkt angebraten, aber. Ein bisschen Sauerei ist es tatsächlich, Ist ja nur meine Platte, aber ne? Dann passt ja alles. schmeckt hervorragend. Wirklich ganz, ganz lecker. Und leicht angebräunt ist, wirklich toll. Also tu mal die erste Scheibe gleich her, damit ich sehe, was das für Sauerei wird. Hauptsache, ich muss es nicht sauber machen, Dirk. Na, wird wirklich sehr lecker. Genau, dabei bestreiche ich jetzt die anderen. Ja, das schaut doch ganz gut aus. Was brauchen wir jetzt noch alles? Ich werde jetzt dann gleich anfangen, werde dann die Radiesel reiben auf so einer kleinen Fine-Dining-Reibe, dass wir da schöne dünne Scheiben zusammenbringen. Die können wir dann quasi als Topping aufs Fleisch mit drauf und dann einen Hauch von der Creme Fraiche oben drauf. Es ist eigentlich ein ganz leichter Burger, geht super schnell. Und Naja, von den Kalorien hätte ich jetzt gesagt, so viel Obst da wieder drauf ist, so leicht ist der jetzt überhaupt nicht, aber. Leicht zu machen, wie Ach, gleich zum leicht zu Essen. machen, ja gut, das stimmt. Also leicht zu machen scheint zu stimmen. Das Fleisch muss richtig schön runter vom Knochen fallen, damit man es richtig schön wegziehen kann. So muss das ausschauen. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, weil das schaut schon ziemlich gut aus. Jetzt werden wir da noch einen Löffel holen. Für die Creme Fraiche. Dann fange ich gleich an und tue ein bisschen von dem Rucola mit auf die Burger. Wie weit bist du? Ich hab's jetzt gleich. Wunderbar. Schauen, dass die Muss nur noch ein bisschen. nicht mehr ganz heiß sind. Wir machen jetzt hier nur noch ein paar Löffel von der Barbecue-Soße drüber. Das Ganze soll einfach noch ein bisschen Saftigkeit reinbringen, aber macht nicht zu viel, sonst wird der ganze gute Geschmack vom Fleisch dann übertönt. Einfach nur ein paar Esslöffel. Kleiner Klecks Creme Fraiche obendrauf. In die goldene Mitte. Und ein bisschen Barbecue-Soße. So, Kadi, das ging ja jetzt halt recht fix, weil unser Pulled Pork auf dem Grill macht sich ja von alleine. Jetzt müssen wir die guten Dinger auch mal probieren, ne? Schön sind sie geworden. Ja, ich bin auch gespannt. Lecker schauen sie aus.
Fällt gleich alles raus. Ja, müssen wir reinbeißen, ne? Guten Appetit. Lass dir schmecken. Gut mit dem Obersten. Ja, der Oberste, der kommt hin raus, richtig. Mega. Richtig bayerisch. Super lecker. Und wenn ihr jetzt Lust habt, dass die Kali auch nochmal öfter zu mir kommt, dann schreibt mir in die Kommentare und ich bestelle sie nochmal her. Bis zum nächsten Mal. Hammergeil. Ihr wollt auch was davon? Den Link findet ihr in der Infobeschreibung.